fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtfüßig, eurem Podcast über Hightech-Fuß und Barfußschuh. Und genau über Letzteres sprechen wir heute mal wieder, über Barfußschuh. Wir gehen dem Sommer entgegen, deswegen wird's heute eine Sandalenfolge. Ich bin's wie immer, euer Alex, und natürlich bin ich heute auch nicht allein. Hallo ihr Lieben, hier ist die Yvonne. Ja, und ich freue mich, wir haben endlich mal wieder was für den Sommer, was auch bei meinen krummen Füßen endlich mal passt. Das ist wirklich gerade ein Segen. Ja, ich jubel es jetzt schon, weil genau das war meine Vermutung bei der Auswahl der Sandalen diesmal, dass wir endlich was gefunden haben, wo auch die Yvonne mal nicht nur drüber meckern kann. Aber ich vermute, so ganz ohne Kritik kommt sie wieder nicht aus. Und so wie sie mich gerade anguckt, liege ich da auch richtig. Mhm. Aber erstmal wollen wir euch vielleicht kurz verraten, worüber wir sprechen werden. Wie gesagt, es werden Sandalen sein und es sind Schammer. Sandalen in diesem Fall. Das muss ich gerade gucken. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen. Oh nein. Ja, wir haben mal wieder Schammers da. Das ist jetzt das, und lass mich lügen, dritte, vierte Mal, dass wir Schammer testen durften. Wenn wir damit hinkommen. Wenn wir damit hinkommen, hast du recht, ne? Wenn das nicht sogar schon fünf sind. Ja, hast du recht. Auf alle Fälle, aus dem Hause Schammer kommt natürlich auch viel für den Laufsportbedarf. Das heißt, die Sandalen sind grundsätzlich von Schammer so konzipiert, dass es halt nicht nur Alltagsträger anspricht, sondern tatsächlich auch die Lauffreunde unter euch. Und da ich ja immer bei meinen krummen Füßen das Problem hatte, weil ich halt links einen leichten Sichelfuß habe, oder auf beiden Seiten, dass ich mich halt immer aus den ganz normalen Zehensteg-Sandalen immer ungünstig rausdrehe, rausbewege, beziehungsweise dass halt die Sandale generell nicht richtig bei mir hält. Und da gibt es jetzt endlich mal eine Lösung, wo auch ich mit zufrieden bin. Aber Alex hat recht, ich bin bedingt zufrieden, aber darüber meckere ich dann mal später. Genau. Ja, wenn Alex den Namen gefunden hat. Ach, dann, ich dachte, du wüsstest den Namen von deinen Sandalen selbst. Ja, natürlich weiß ich von meinen Sandalen. Na, siehst du, ich weiß meine doch natürlich auch. Ja, als ob. Also, meine tragen den netten Namen Schammer Trail Stars Max. Bam. Schammers Trail Stars, oh mein Gott, was ein Zungenbrecher. Ja, ich muss auch ein paar Mal üben, muss ich üben. Also Schammer Trail Star heißt das Modell und dann in der Version Max. Nee, der Name richtig? Gehört zusammen tatsächlich. Ach, die heißen Trail Stars Max. Ah, ich dachte, es gäbe jetzt da irgendwie Unterschiede. Max mit dickerer Sohle, anderes mit dünner oder sonst irgendwas. Deswegen hatte ich da jetzt so, das war so meine Vermutung. Guck mal, da habe ich sie direkt wieder aufs Glatteis geführt. Ich gucke, ich bin ja sowieso gerade auf der Seite von unserem Partner GoFree Concepts und da habe ich dich nämlich tatsächlich erwischt. Es gibt Verdammt. Nämlich den Trail Star in drei Varianten, nämlich im Alpha mit Ultra Grip, Alpha mit Lederbett und einmal in der Version, wie du es hast, den Max, also Maximus, um es genau zu sagen. Aha, aber nee? Der hat ja auch Ultra Grip. Jetzt ist halt die Frage, wo ist genau der Unterschied, ne? Also der Max hat definitiv das dünnere Fußbett zum Alpha. Also dünnere Sohlenplatte. Und der Alpha Leder hat dann ein braunes ja. Lederfußbett, in Anführungsstrichen. Okay. Ja. Das ist also spannend. Das sind die drei Versionen, die es aktuell vom Trailstar gibt. Mal gucken, vielleicht gibt's da ja auch noch irgendwann was anderes. Ich weiß, dass Schammer im Flow ist. Also ich habe das auf Instagram gesehen neulich, dass die da weitere Konzepte auf den Weg gebracht haben. Ja, von daher auch mit verschiedenen Sohlenplatten da experimentieren. Der Josh hatte es auch mal erzählt, als er ja bei uns hier zu Gast war, was die noch so alles planen. Von daher mal gucken, was da von Trailstar noch so kommt. Mhm. Und jetzt habe ich auch, ja, wie gesagt, endlich den Namen von meinen gefunden. Ich habe die Numa. Und zwar in der Lederbettversion heißt dann Numa Charger.
Und den gibt es aktuell noch in zwei Versionen, nämlich einmal Numa Charger mit dem Lederfußbett und den Numa Warrior mit dem Ultra Grip Fußbett. Die beiden Namen orientieren sich auch tatsächlich an den entsprechenden Shammer-Modellen und das Numa bezieht sich vorrangig auf das Schnürsystem. Und das finde ich, das ist so mein Ding geworden. Aha. Aha. Wollen wir starten mit meinem, wenn ich es eh schon so... Sehr gerne. Ich bin gespannt, was du für ein interessantes Schnürsystem hast. Das System für kleine Alexanders, nämlich das für faule Schweine. Ihr wisst ja, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich hasse das, wenn man schnüren muss oder sonst irgendwas. Deswegen bin ich ja eh schon so ein Schammer-Fan, weil Klett auf, reinschlüpfen, Klett zu. Selbst den Schritt Klett auf, Klett zu kann ich mir nämlich bei den Numas jetzt sparen. Ach was. Aha. Denn das Obermaterial, das Schnürsystem besteht aus einem elastischen Gummiband, circa daumendick oder daumenbreit. Und das ermöglicht einem, in diese Sandale einzusteigen, ohne sich zu bücken. Man schlüpft einfach vorne in die Sandale hinein, tritt hinten sich selbst auf die Ferse und zieht das lang. Und dann ist man drin. Ich sehe das gerade, das ist ja echt interessant. Also über den Fußrücken spannt sich im Prinzip ein elastisches Band. Genau. Oder Ferse auch. Nee. Nur vorne da, genau. Ist elastisch. Das ist ja richtig. Genial. Okay. Also zwischen den Zehen ist unelastisch. Das ist dieses typische Nylon-Gebinde, was bei Shammer grundsätzlich verbaut wird, sodass du eben keinen Zug quasi da zwischen den Zehen hast. Mhm. Und dann haben wir diese Spange, die bei Shammer sonst immer, oder normalerweise geht das erste Band bei den Shammern ja durch und dann hast du vorne eine Spange, die du eben verschieben kannst, damit du einstellen kannst, ob das Band weiter oben auf dem Fußrücken sitzt oder weiter unten Richtung Zehenbereich sich zieht. Das hast du jetzt hier nicht. Du hast jetzt relativ feststehend leicht oberhalb der des Ballenraums, sag ich jetzt mal, ziemlich so im unteren Drittel des Mittelfußbereichs steht jetzt diese Lasche, ist falsch. Spange auch. Zeig doch mal. Das hier? Ne? Ach so, okay. Ja, okay. Auf jeden Fall kommt der Zehensteg hoch und da läuft dann quer durch dieses elastische Band, das sich dann bis zu den seitlichen Stegen der Sandale zieht. Mhm. Das ist im Innenfußbereich ist es fixiert und am Außenbereich kann es dann in der Länge verstellt werden entsprechend, so dass man das auf seinen Fuß anpassen kann. Das ist aber der einzige Bereich, der elastisch ist. Also nur dieses Band, das quasi von links nach rechts über den Vorfuß läuft bis zu den Y-förmigen Seitenstegen. Und das Fersenband ist wieder fest, wie von Shammer gewohnt, so dass du also da einen guten Halt hast und eben nicht irgendwie rausfliegst oder dann eben dadurch, dass das zu elastisch hinten wird, dass das nicht ausleiert und du da entsprechend aus der Sandale schlüpfst. Trotz alledem ist es keine Sandale, die ich für den Sport nehmen würde und so wird sie auch nicht empfohlen. Es ist eine Lifestyle-Sandale, weil durch dieses Gummiband hast du relativ wenig Halt, also es ist halt labbrig, in Anführungsstrichen. Es hält die Sandale super am Fuß, aber das ist jetzt nichts, womit du Trailrunning machen könntest oder so. Für den Alltag aber total genial. Ich liebe das. Weil dieses rein und rausschlüpfen, das ist so super. Du hast die an der Haustür stehen, du gehst zur Haustür, schlüpfst da rein und gehst raus, so wie fast wie ein Slipper, nur als Sandale. Genial. Das ist total geil. Aber wie machst du das mit der Fersenlasche? Wie kriegst du die tatsächlich dann, ohne die Finger zu benutzen, über deine Ferse gelegt? Ja, das ist der Riesenvorteil der seitlichen Y-Konstruktion. Das heißt, die Sandale ist an der Seite, sind die Seiten sind Y-förmig verstärkt, so dass sie ein bisschen hochstehen grundsätzlich. Also das Bandsystem kann sich nicht ablegen. Und dadurch, dass du jetzt vorne einfach reinschlüpfst, ziehst du einfach so weit vorne rein, wenn du ja hinten drauf stehst, dass dann die Ferse quasi hinten in den Schuh reinschlüpft. Okay. Fertig. Also wenn zu Verständnis, du schlüpfst mit dem Fuß rein,
Ja. Na, zielst dann, dass du halt zwischen Großzeh und Zeigezeh den Steg hast und gehst dann Genau. mit dem Vorfuß noch ein bisschen weiter in den Stegbereich rein, sodass halt Genau. hinten dann der Fersenriemen quasi lose ist und der legt sich dann, ja, sowieso, der steht ja fest, ist ja dann Ja. richtig an der Ferse am richtigen Punkt und dann führst du den Fuß wieder zurück und dann Genau. sitzt die Sandale so, wie du sie eingestellt hast. Richtig. Und mit dem anderen Fuß trete ich hinten einmal nur ganz kurz auf die Sandale drauf, dass sie halt, wenn ich den Fuß weiter Ja. durchschiebe, dass sie nicht wegrutscht. Genau, Also einmal richtig. nur fixieren Nicht, dass quasi. es zum Ups. Geschoss wird. Richtig. Super, klasse, gut. Also egal, wie gesagt, gerade beschrieben, ich gehe aus der Haustür, schlüpfe da eben rein, Marke Slipper und go. Ich fahre ja grundsätzlich auch nur barfuß Auto. Also ich würde nie in Sandalen Auto fahren. Das ist mir zu gefährlich, dann irgendwie meiner Querbewegung hängen zu bleiben. Aber wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, wo ich weiß, ich möchte die Sandale tragen, perfekt. Ich habe sie dann neben mir in der Tür, komm irgendwo an, mach die Tür auf, schmeiß die Sandalen quasi nur nach unten auf den Boden und steig in diese Sandale quasi ein, indem ich auf diese Art und Weise sofort in die Sandale reinschlüpfe. Als hätte ich da, weiß ich nicht, halt so eine halboffene Sandale stehen oder so, hab aber eine optimal sitzende Barfußsandale am Fuß. Es ist, Wow. der faule Hund in mir wird bedient. Das hört sich Aber sehr, sehr sowas gut von. an. Ja, Ja. absolut. Wenn das jetzt ein Lifestyle-Modell ist, was für eine Sohle hast du denn? Das würde mich jetzt interessieren. Ich habe gerade eben so ein bisschen gesehen, die ist relativ glatt. Genau. Das ist ja, wie gesagt, der Numa Charger. Der hat also mit der Shamma Charger die identische Sohle, also diese etwas glatt wirkende Vibram-Sohle, mit so einer leichten Noppenstruktur, hat aber jetzt keine besondere Profile, oder Profiltiefe, hat auch, die gleiche Dicke, ja, also ist jetzt, was sind das, 4 mm, 3,5, irgendwie sowas, jetzt muss ich gerade, ich glaube, 5 sind es insgesamt. Insgesamt die Sohle. Nee, stimmt auch nicht, ist auch falsch, warte mal, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. 7, da, die Charger-Sandale ist 7 mm stark, davon ist aber tatsächlich ungefähr 1,5 mm eine Lederschicht, die oben aufgebracht ist, wo der Fuß halt drauf liegt, was das vom Tragen her sehr angenehm macht. Also das Leder schmiegt sich sehr schön an den Fuß an, auch vom Gehgefühl her sehr angenehm. Rutschfestigkeit ist so eine Sache, die teste ich mit so einem Lederfußbett immer sehr ungern, weil Leder und zu viel Feuchtigkeit sind auch Dinge, die sich gerne mal ein bisschen beißen. Ich habe aber tatsächlich bisher überhaupt keine Probleme gehabt beim normalen Spazierengehen im Alltag, selbst wenn ich mal eine Pfütze erwische, super gut. Also ich bin sowas von zufrieden. Das ist tatsächlich auch die mittlerweile am häufigsten getragene Schammersandale von mir. Also wenn ich Sandale trage, dann die. Weil es eben so leicht ist, sie an- und auszuziehen, weil sie so bequem ist. Ich wechsle mal auf die All Brown, die wir auch schon hier im Test hatten, wenn es farblich einfach schöner aussieht zu den Klamotten. Oder wenn es noch was Dünneres sein soll, dann gehe ich mal auf eine ganz andere Sandale, wie zum Beispiel die Full Sole Running Pads. Aber ich sage mir jetzt mal für den Alltag, ich schlüpfe eben rein, gehe einkaufen, ich schlüpfe eben rein, fahre zur Arbeit, schlüpfe eben rein, keine Ahnung, gehe mal eine Runde spazieren, sind das meine neuen Dinger, weil der faule Hund einfach mal eben reinschlüpfen kann und los. Es ist. Sehr schön. Endlich haben wir was gefunden, was Alex Ja. unkompliziert an- und ausziehen kann. Apropos Genau. Es ist Ausziehen, ist halt das auch. Ausziehen genauso unkompliziert? Ja, quasi das gleiche Ding, Mhm. Rolle rückwärts. Ja. Ne? Einmal kurz ein bisschen hinten drauf treten, nach vorne überdehnen, die Ferse nach oben Ja. rausheben, raus, fertig. Also wirklich, so wie man als fauler Hund auch einen Slipper zum Beispiel ausziehen würde, ne? Hinten auf die Ferse treten und rausschlüpfen, so macht man es hier im Endeffekt auch. Und wie gesagt, ohne Einbußen im Tragekomfort. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen, weil diese Stege ein bisschen steifer sind als sonst, damit die so schön hochstehen, merkst du sie ein bisschen mehr. Ich spreche jetzt extra nur von merken, weil sie stören nicht. Du merkst sie einfach nur mehr. Bei den anderen Schammer, bei den anderen Sandalensystemen von Schammer spürt man die ein bisschen weniger, weil das eben nicht ganz so steif ist. Okay.
Aber das ist super. Mein Fuß ist vielleicht auch einen kleinen Tacken breit. Die stehen relativ eng zusammen auf der Sandale, damit sie eben nicht ausreißen. Da ist so, ich sag jetzt mal, rechts und links noch tatsächlich locker ein halber Zentimeter Sandale über. Aber das habe ich mal den Josh mal tatsächlich gefragt, auch im, bei der Interview-Geschichte, die wir hier hatten mit ihm. Bei der Gelegenheit habe ich ihn gefragt, er braucht halt einfach ein bisschen mehr Material, sonst reißt es aus, wenn du halt immer wieder dann da über die Dehnung kommst, ja, dann da dran reißt, wenn du dann nur 2 Millimeter rechts und links noch davon stehen hast, dann reißt das Sohlenmaterial irgendwann und das wollte er auf jeden Fall vermeiden. Dadurch stehen diese Y-förmigen Seitenträger wahrscheinlich auch einfach ein bisschen enger auf der Sandale als gewohnt. Dadurch merkt man sie ein bisschen mehr. Wie gesagt, man merkt, aber es stört nicht. Zumindest mich nicht. Ja, richtig. Ja. Zahlen, Daten, Fakten wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ich habe hier die Sandalen in der Größe 10, also umgerechnet 43. 28 Zentimeter ist die Sohlenplatte lang, 11,5 Zentimeter breit an der breitesten Stelle, also wieder mal reichlich Platz für meinen Fuß, alles super. 8 Millimeter ist er jetzt größer als mein Fuß, das ist auch hervorragend. Eine Nummer kleiner wäre er schon wieder zu kurz geworden für einen Fuß. 128 Gramm pro Sandale, also auch wieder ein echtes Leichtgewicht, wie von Schammer gewohnt. Und wie gesagt, abgesehen von dem Gummiband, komplett auf dem sehr komfortablen Material, das man auch von Schammer gewohnt ist, basierend mit diesem, ich sag jetzt mal schon fast schon Velour-artigen Polsterung, die dann auf die Ferse aufgebracht sind, auf den Y-förmigen Träger auch. Das ist wirklich ein tolles System. Und da weiß ich, es gibt im Moment 2 Versionen, aber möglicherweise oder der Josh arbeitet dran, dass dieses System noch mit weiteren Sohlenplatten kommt. Ein bisschen ja, vielleicht auch nochmal zu anderen Farbvarianten. Aber das ist auch alles noch in Arbeit. Ich habe gesehen, der Josh experimentiert gerade reichlich mit Farbe. Momentan gibt es den Schuh bei Go Free Concepts für 110 Euro und ist für mich auch das Geld absolut wert, weil wirklich ein toller Schuh, der sich super trägt. Für den Lifestyle-Bereich einfach viel bietet. Das Einzige, was er nicht bietet, ist im Moment eine Farbvarianz, die aber vielleicht noch irgendwann kommt. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, ein bisschen Farbe kann schon mal sich ruhig angewöhnen, ne? Ja, kommt. Wie gesagt, also die haben jetzt bei Go Free Concepts im Moment ist nur der Elite mit beige-grün. Aber Schammer experimentiert gerade mit verschiedenfarbigen Bändersystemen. Ich habe schon gesehen, blau und rot ist zum Beispiel da ganz weit vorne auf Instagram. Da kommt einiges langsam. Ja, und von daher, ja, klar, schwarz sehr neutral kann man zu ziemlich allem tragen. Auch braun noch ziemlich neutral kann man auch zu allem tragen. Aber Mut zur Farbe. Würde ich mich auch drüber freuen. Ja, über einen Grün würde ich mich freuen, ne? Du über einen Orange. Ja, du Grün, ja, klar. Ja. Also wie gesagt, für dich gibt's schon was. Also Grün ist schon beim Christian von Goffel Concepts erhältlich, der Elite. Aber das ist wieder nicht dein Schnürsystem. Dann hast du wieder was zu meckern, weil du wieder seitlich rausflupst mit deinem krummen Fuß. Zick. Ja. Ja. Ja, wo wir gerade am Rumzicken sind. Ja, genau, dann zick mal rum. Ja, nein, ich nehme erstmal das Positive vorweg. Also ich bin an dieser Stelle erstmal sehr dankbar, dass Schammer tatsächlich ein Schnürsystem entwickelt hat, was auch meinen krummen Füßen den Anforderungen gerecht wird. Ne, wie ich eingangs schon sagte, habe ich halt das Problem, dass ich mich halt so ein bisschen rausdrehe, beziehungsweise die Sandale nicht richtig Halt findet an meinem Fuß. Aufgrund dieser leichten Sichelform, das ist wirklich ein Problem, weil man halt dann generell auch ein bisschen anders abrollt, wie normale, gesunde Füße.
Und dieses System, also ich habe den Trailstar Max Ultra Grip, wie wir vorhin schon festgestellt haben, der hat tatsächlich den Großzeh separiert. Also die arbeiten nicht mit dem Zehensteg, sondern der Großzeh ist im Prinzip durch eine Lasche eingesperrt. Und dann zieht sich ein weiterer Riemen von Großzeh rüber zu Kleinzehballen und dann nochmal von Kleinzehballen rüber zum Innenknöchel und dann halt das ganz normale Fersensystem, wie wir es halt von Schammer gewohnt sind. Und jetzt kommt der Clou, wenn ich jetzt die Sandale umdrehe, dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, jede einzelne Komponente zu verstellen. Und das ist richtig geil. Das heißt, ich kann das Volumen für den Großzeh kann ich separat einstellen. Dann kann ich über den Fußrücken im Vorderfußbereich oder im Ballenbereich den Riemen, den kann ich separat einstellen. Dann kann ich Fußrücken Richtung Knöchel einstellen und dann natürlich den Fersenbereich wie üblich über Klett einstellen. Das ist richtig genial gemacht. Ja, das ist natürlich cool. Das wäre nämlich meine erste Frage gewesen. Wie ist der Komfort am großen Onkel? Ist das mit einem Gummiband oder sonst irgendwas? Dass man das aber einstellen kann, ist ja richtig cool. Ist richtig cool. Weil, als sie angekommen sind, ich so, wie geil ist das denn? Ne, eine Z-Schnürung. Ja. Ich schlüpfe mal rein, geht nicht, weil ich habe ja einen extrem breiten Großzeh. Ging nicht. Ja. Dann dachte ich eher schon so, na toll. Und ich bin ja ein Mensch. Ich lese mir erstmal ungern Beschreibungen durch. Ne? Also, so bin ich halt gestrickt. Dazu muss ich gleich aber auch noch was sagen. und dann dachte ich mir, nee, kann ja nicht sein, ne? Sonst kann ich den ja schon gleich nicht testen und habe das Ganze umgedreht und habe festgestellt, ich kann tatsächlich jede einzelne Platte hier kann ich rausziehen. Das sind so kleine Platten, die ziehe ich raus und dann kann ich halt das Band quasi verstellen. Das ist theoretisch ein durchgehendes Band. Ja. Ohne Unterbrechung, was dann halt unter der Sohle in diesen kleinen Stegen, die in der Sohle eingelassen sind, durchgezogen ist. Richtig gut. Das ist cool. Das ist richtig gut. Das hat was. Ja. Das finde ich super. Ne, das Band an sich ist halt auch aus diesem Mikrofaser-Material, was Alex schon vorhin sagte, was sich anfühlt wie so ein ganz weiches Velourleder. Ja. Das ist auch richtig, richtig toll, gerade über den Fußrücken. Der ist ja doch ein bisschen empfindlich. Und wenn du da halt zwei Komponenten hast, die halt an verschiedenen Stellen doch reiben, ist es unangenehm. Und das hast du halt bei denen hier nicht. Das ist richtig, richtig cool. Ja, das stimmt. Und ich brauchte auch gar nicht lange mit dem Einstellen, ne? Ja. Das ging rucki-zucki. Ja. Du hast eine Frage. Und das macht auch, weil du ja sagtest, es ist eingepackt, damit es ein bisschen weicher ist, das macht beim Verstellen auch keine Probleme. Es geht da super durch die Schnürlaschen dann durch. Ja. Das ist gut. Tatsächlich. Das ist auch schön. Weil das hast du ja auch schnell mal, wenn so ein Polstermaterial aufgebracht wird, dass du dann limitiert wirst bei der Einstellung dadurch oder dass du dann da richtig dran rumrödeln musst, damit das überhaupt irgendwie funktioniert. Nein, es geht wirklich locker. Du kannst halt wirklich diesen Verstellsteg unter der Sohle komplett rausziehen. Klar ist das erst so ein bisschen tricky, ne? Weil wenn man es wieder reindrückt, hast du ja wieder mehr Material, was an der Oberfläche rauskommt, logisch. Das hat man aber ganz schnell raus und also ich habe beide Schuhe links und rechts innerhalb von 2 Minuten so eingestellt, dass sie bei mir gut sitzen. Klasse, ja, das ist eine Kunst, das heißt bei normalen Füßen 1 Minute ungefähr. Und meine Füße sind unterschiedlich, das finde ich halt auch gut, ne? Ja, klar. Dass du halt auch wirklich dann links und rechts auch unterschiedlich einstellen kannst, weil welcher Fuß ist denn heutzutage paarig gleich, ne? Ja. Also richtig geil. Ja, das ist wirklich cool. Das ist für Problemfüße in Anführungsstrichen, wie du sie jetzt hast, zum Beispiel wer jetzt eh schon über sehr breite Füße verfügt oder Hallux Valgus oder dergleichen, natürlich auch nochmal eine super Variante, damit man eben nicht seitlich irgendwie noch rausrutscht. Einmal das und wir hatten ja auch schon mal Z-Trail, von wem waren die? Die Z-Trail von Xero. Von Xero. Und da habe ich ja auch genau bemängelt, dass ich die nicht testen kann, weil die nicht Hallux Valgus geeignet sind. Weil halt die Komponente am Großzeh so blöd rüberdrückt, dass ich sogar eher einen Hallux Valgus begünstige. Aber hier bei dem, da halt wirklich der Großzeh separat eingesperrt ist, hast du das Phänomen nicht. Mhm. Ja, also das ist wirklich angenehm. Ja, vor allem das Problem hatten wir. Entschuldigung.
Das Problem hatten wir öfter schon angesprochen bei Schnürsystemen, die quer rüber führen, dass die Zehenbereiche einklemmen. Jetzt hast du gerade schon in so einem Halbsatz andeuten lassen, der geht jetzt vom großen Onkel, der separat eingepackt ist, rüber Richtung Kleinzeh ballen. Ballen. Also der Kleinzeh selber wird gar nicht beeinträchtigt. Richtig, genau. Und das ist so wichtig, ne? Das ist wirklich so wichtig, dass man auch im Ballenbereich der Fuß eine gute Festigkeit zur Sohle hat, also dass der Bereich fast fixiert ist, ohne dass halt wirklich die Zehen, die ja dann nach dem Ballen meistens noch weiter V-förmlich auseinanderdriften, dass die auch wirklich frei bleiben. Na, das ist wirklich ganz wichtig bei Problemfüßen, dass da halt wirklich die Freiheit bleibt und das erfüllt der komplett. Ja, das ist wirklich sehr begeistert. Ja, ich bleib begeistert bei der Sohle. Ja. Das Ultra-Grip-Material, also Fußsohle nenne ich es jetzt mal. Wir wollen ja hier nicht vom Fußbett reden. Nee, stimmt. Ist auch wirklich, wenn sie es so nennen, ja. Ja, auch wenn sie es nur nennen. Ne, ist wirklich toll. Also der Fuß verrutscht nicht auf der Oberfläche, auch nicht wirklich bei Nässe, außer ich bin jetzt wirklich damit tief in der Pfütze drinne. Und aber es trocknet halt auch schnell wieder ab, sodass ich auch schnell wieder Grip habe. Also Ultra Grip haben wir bisher auch immer lobend erwähnt, macht den Namen alle Ehre, ne? Ja, das also, ist wirklich super als Obermaterial. Und das ist auch wichtig, weil ich denke, der Schuh ist tatsächlich oder die Sandale für den Laufsport konzipiert. Ne, gerade für die Menschen, die auch ungerne mit Zehensteg laufen, was ich nachvollziehen kann, macht das halt auch an dieser Stelle Sinn. Und die Sohle von unten, also die Bodensohle, hat tatsächlich mal eine ganz andere Profilgebung. Die ist so, na, kannst du es sehen? Nein. Mach mal deinen Hintergrund aus, dann kann ich sehen. Ja, da müsste ich jetzt rumfummeln in Einstellung. Ist so nicht wellenförmig, sondern so gezackt angeordnet. Ja, wie bei den, die ich hier auch schon im Test hatte. Die Sohle kenne ich. Ja, okay. Chargers. Warriors, so heißen die. Die Warriors, sie. Ja. Ich hatte ja damals die Charger. Warriors. Die hatten ja eine andere Profilierung. Genau, die Warriors. Und die arbeiten jetzt hier auch so ein bisschen mit unterschiedlichen Höhen und Tiefen. Na, das heißt, ich fühlte mich dann eingeladen, die dann auch so ein bisschen im Trail zu testen, also auf Waldboden. Ja, das ist schön, ja. Ja, das war auch sehr schön, tatsächlich. Oh, das war richtig, richtig gut. Ja. Allerdings der Weg zum Wald, der war so ein bisschen unangenehm, weil ich hatte so ein paar Verstellstege nicht tief genug wieder reindrücken können. Ah, okay. Und die klackern dann so ein bisschen. Ne? Ah. Die haben halt ein anderes Material, die sind halt grundlegend härter natürlich als das Sohlenmaterial von Vibram. Ja. Und das klackert. Und das war für mich aber auch so ein Zeichen, okay, ich muss dann noch so ein bisschen nachdrücken, damit die halt gut wieder in der Sohle sich einlassen. Und aber dann das ging auch. Das ging, genau. Dann war das Klacken auch schnell vorbei. Ach, schön. Und dann war es wahrscheinlich vom Trage- und Laufkomfort auch wieder angenehmer. Ja, richtig. Tatsächlich, ja. Ne? Ja. Richtig, richtig gut. Ja, die sind aufgrund, weil sie 1 Zentimeter starke Sohle haben, relativ fest natürlich bei 1 Zentimeter. Echt so? So dick die Sohle? Ja. Ach ja, du hast ja die Maximus, die haben die dickere Sohle, richtig, ja. Richtig. Aber ist für Trail auch nicht verkehrt, ne? Also bei uns steht ja jetzt der Hermannslauf vor der Tür quasi und der ist natürlich auch sowohl mit Stein, Waldboden, Asphalt, also sehr, sehr gemischt. Und da könnte ich mir gut vorstellen, da würden sie sich echt gut machen. Ja. Ne? Also wenn ich demnächst mal wieder einen Läuferkunden habe, dann werde ich doch tatsächlich mal die weiterempfehlen und dann bin ich mal auf den Härtetest gespannt im Marathonbereich. Ja. Weil ich glaube, da machen die sich echt gut. Du machst mir echt Lust auf die Schuhe, muss ich zugeben. Ich habe ja hier die Mountain Goat. Hast du die nicht auch, die Mountain Goat? Ja, genau, richtig. Hast du da mal einen Vergleich so? Weil also die Mountain Goat haben ja eine sehr stark profilierte Sohle, die so wirklich Richtung Wanderschuh geht. Ich könnte mir jetzt gerade vorstellen, dass dieses Schnürsystem mit der Sohle vom Mountain Goat wäre, glaube ich, ein optimaler Wandersandalenschuh, würde ich sagen, oder? Richtig, das wäre die optimale Mischung, ja. Ja, cool. Weil das hört sich auf jeden Fall so an, als wenn dieses Material dem Fuß richtig viel Halt auf der Sohlenplatte bietet.
Ja, gerade weil du halt nicht nur dieses typische Zehensteg und dann Y-förmig Richtung Knöchel gehst, Ja. sondern weil du halt wirklich zwei Schnüre hast, die quasi Z-förmig über den Fußrücken verteilt sind, hast du Ja. wirklich eigentlich den optimalen Halt, ne? Cool. Wirklich Ja, cool. hört Ja. sich gut an. Ich Ja, hört glaube, die sich muss gut ich mir auch an. noch besorgen. Ja, mach mal. Ich wäre nicht ich, wenn ich nicht was zu meckern habe. Ja, wie immer. Ja, nein, es tut mir nicht leid. Ich finde es einfach auch wichtig, dass man Kritik an Stellen äußern sollte, wo es auch erforderlich ist. Ja. Ne? So bin ich halt gestrickt und davon profitieren natürlich auch die Hersteller, indem sie sagen, oh, hups, okay, da können wir noch ein bisschen nachbessern. Ja. Was mich tatsächlich geärgert hat, ich habe nicht wirklich einen flachen Spann. Ich habe eigentlich einen guten Normspann. Ja. Aber der Klett reichte nicht aus. Ich konnte die Sandale nicht schließen. Im Na, Fersenbereich. nee, der hat nicht nur im Fersenbereich Klett, Ja. sondern halt auch, wenn halt Vorne. diese Schnürung über den Fußrücken zu Ende geht. Na, die Ja. zieht sich ja nach Knöchelinnenseite und dann Ja. schließt du das im Prinzip in Richtung Knöchelaußenseite. Das Ah, heißt, ja. das Klett geht dann halt noch mal in so eine Umlenklasche rein und Ja. dann würdest du dann zukletten wieder Richtung Innenknöchel. Es gab zwei Ärgernisse. Erstmal Flauschiklett und Hakenklett reichten nicht aus. Das heißt, ich habe ins Lose reingeklettet, wo eigentlich kein Klett mehr war. Das ist ärgerlich, ja, das Richtig stimmt. ärgerlich. Und dann habe ich so viel Material über, dass das tatsächlich dann innenseitig Knöchel an Knöchel immer anstößt. Verstehst du, was ich meine? So viel Material über von der Schnüre. Ah, okay, Ja? das Klett greift nicht und dann hängt da aber noch einen gefühlten einen Kilometer, der quasi schon fast am Boden schleift. Genau, und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man halt bei dem Y-Steg im Innenknöchelbereich vielleicht einfach nochmal ein Klett mit drauf macht, dass man dann Ja. einfach das Material abschneiden kann, wenn es vor allem dann Ja. passt, und dass man da noch mal einfach was draufsetzt, damit es auch Aha. wirklich am Knöchel bleibt, weil es Ja. wird immer irgendwie in einer Form abstehen und Ja. dann gerade im Innenbereich hast du natürlich dann entsprechend Kontakt zum anderen Ja. Fuß. Ja, das ist tatsächlich, Kürzbarkeit finde ich ganz gut. Also ich habe das gerade bei meinen Numan zum Beispiel vergessen zu erwähnen. Ich habe es im Moment noch dran hier, die Lasche. Ich habe die jetzt, also das Gummiband wird etwas länger quasi mitgeliefert. Das kann man aber einfach kürzen und dann mit dem Feuerzeug abflammen. Ja. So. Ich habe es bisher einfach hinten im Klett mit reingemacht, damit es nicht im Weg ist. Weil ich erst gucken wollte, ob die Einstellung vernünftig passt und dann werde ich es irgendwann. Jetzt war ich. Ich hab's. Nein. Ich hab's einfach vergessen, ich war zu faul. So. Ich muss es noch abschneiden und abflemmen, aber es ist machbar. Also Ja. ja, wenn man dann, ich sag jetzt mal, schon so viel Material anbietet, dass jeder das individuell einstellen kann, dann ist das natürlich wünschenswert, wenn man das dann hinterher auch individuell einkürzen kann, wenn man es braucht. Richtig. Ja, Und das das. sind auch so Tipps, die hätte ich mir von Schammer einfach gewünscht. Ich war sehr überrascht, dass jetzt endlich mal in dem Paket wie so ein Beipackzettel drin war. Ist ja sonst immer eigentlich auch so ein bisschen mit Ja. Einstellungen und so, Fand ne? ich richtig gut. Ich dachte, yay, weil das ja auch wirklich ein komplett neues Schnürsystem ist. Ja. Ja, aber es war tatsächlich nur ein allgemeiner Beipackzettel, Ah. wo erstmal draufsteht, ne, danke, bla bla bla, Instruktion in Zeit. Und dann öffne ich das und da ist das Schnürsystem überhaupt nicht mit drin. Ach, das ist schade. Ja, und dann habe ich aber einen QR-Code entdeckt und dachte mir, okay, ne, vielleicht ist das noch zu neu. Vielleicht habe ich dann ja über den QR-Code auf dem Karton die Möglichkeit, das Schnürsystem zu entdecken, damit ich halt Tipps kriege. Aber damit gelang es da einfach nur auf der Homepage zu den Retourenbedingungen. Ja. Also, und das finde ich tatsächlich an dieser Stelle sehr schade. Also, wenn man schon ein neues Schnürsystem auf den Markt bringt und der Kunde sagt, oh, das sieht im Internet interessant aus, das möchte ich ganz gern haben, dann pack doch bitte auch den Zettel da rein zu dem passenden Schuh oder Sandale, damit ich Ja. auch gleich die Instruktion an der Hand habe. Ja. Ne? Ja. Also, das ist sehr unglücklich gewesen tatsächlich. Ja. Na, also da kann man ganz gerne noch mal ein bisschen was dran feilen und verbessern. Ja.
Aber auch da können wir schon sagen, der Josh kriegt das von uns aufs Brot geschmiert. Definitiv. Ja, mit dem Klett, meine Mama ist ja Ex-Näherin, auch tatsächlich im Modebereich, wo es halt auch um filigrane Arbeiten ging. Ich habe ihr die Sandale präsentiert und sie sagte, ja, ich kann das Klett auf alle Fälle versetzen. Ja. Ne? Aber das wird nicht einfach, weil das Mikrofaser, ja, was heißt reißanfällig ist. Das Problem ist halt, wenn das einmal gelocht ist durch die Nadel. Ja. Und du dann jetzt daneben nochmal andere Löcher setzt durchs Nähen, dann kann es sein, dass es reißt. Deswegen haben wir Abstand genommen von der Idee, dass sie mir das tatsächlich versetzt. Ja. Und mein Notbehelf war dann halt tatsächlich, ich habe mir dann Gummihaarbänder, ganz, ganz kleine, geholt, um das halt anders zu fixieren. Dann ging es einigermaßen fürs Testen. Ne, aber für meine Zwecke müsste man es tatsächlich umnähen, ne, dass man das Klett wirklich versetzt. Ja. Ne, da machen wir auf alle Fälle im Nachgang nochmal eine gute Beschreibung, denke ich mal, fertig, dass wir es direkt an dem Hersteller weiterleiten. Ja. Weil das ist echt schade, ne? Das ist endlich mal eine Sandale für viele, viele Menschen, die gerne Sandale tragen würden, aber aufgrund von Zehensteg oder Gangbild es einfach nicht können. Ja. Ne? Und dann reicht der Klett nicht aus. Wie ist denn, weil du ja jetzt sagtest, dass für Leute, die Zehensteg nicht mögen, trotz alledem ist ja da eine Lasche, die quasi durch den, zwischen großem Zeh und zweitem Zeh dann durchläuft. Fühlt sich das denn anders an? Du kennst ja nun mal jetzt beides so gefühlt. Ja. Fühlt sich das so deutlich anders an? Komplett anders, weil du hast ja den Halt nicht durch den Bereich zwischen Großzeh und Zeigezeh. Sondern du kriegst den Halt, indem die Lasche so ein bisschen auf den Großzeh von oben drauf drückt. Also das ist eher dafür da, dass du Halt links-rechts hast, aber nicht den Vor-Zurück-Halt. Der kommt eher über die, richtig, genau, die Z-Schnürung dann. Genau, du hast halt tatsächlich mehr den Halt von der Oberfläche her, als der Anteil, der zwischen Großzeh und Zeigezeh ist. Cool. Ja, und das ist wirklich sehr angenehm. Also ich glaube, ich habe sogar auch kaum Kontakt richtig mit der Haut zu dem Bereich, der eigentlich vom Steg her zwischen Großzeh und Zeigezeh drücken sollte. Das ist ja das, was die Leute als unangenehm empfinden. Wenn da eben zu viel Druck draufkommt und wenn diese Schnürung das rausnimmt, dann ja, ist das eine super Alternative, die trotzdem nicht die Zehen beengt. Das finde ich super gut. Tatsächlich. Ne, also von daher, da steckt viel Potenzial drin für viele, viele Kunden, aber Klett. Ja. Ja. Ja, auch bei dir, Zahlen, Daten, Fakten. Ja, genau. Ich habe mir die Größe Size 10 gegönnt. Das also macht, auch 43? Nee, das macht tatsächlich im Damenbereich 42 aus. Oh, ja. Hat eine Sohlenlänge von 27,5. Und eine Breite von der Sohle gemessen 11,5. Aber wie Alex vorhin auch schon bei seinen festgestellt hat, das Schnürsystem muss ja irgendwie wo ein bisschen Abstand haben zum Sohlenrand. Und das sind bei dem tatsächlich 8 mm auf jeder Seite. Ja. Aber da ja die Schnürung wirklich von Ballen zu Ballen geht und die Zehen vorne frei sind, würde ich das jetzt nicht abziehen. Bei der Berechnung. Also ich würde jetzt bei den 11,5 bleiben. Ne, vielleicht nur an einer Seite die 8 mm ein bisschen abziehen. Aber es engt tatsächlich nicht ein. Ne? Habe ich bei dir ja gar nicht bedacht. Durch die Z-Schnürung hast du ja nicht nur im Höhe des oder durch den Materialüberstand nicht nur im Knöchelbereich, wo meine sind, weniger Material, weil außen, sondern da vorne ja im Zehenbereich oder zum Ballenbereich hin auch. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt. Richtig. Jetzt wurde das. Ja, klar. Macht ja Sinn. Ja. Also an der Großzehseite, also an der Innenseite, würde ich halt schon bei der Bemessung diese 8 mm abziehen wollen. Aber halt im Außenbereich beim Kleinzehballen nicht, weil es da einfach überhaupt nicht einengt. Ja, cool. Na, das heißt, wenn jetzt jemand tatsächlich einen sehr breiten Fuß hat, so wie ich, ne, mit 11 bis 12 Zentimetern, dann reicht das trotzdem aus. Und man kann sich das Material ja so einstellen, dass der Großzeh halt wirklich nicht wirklich eingeengt wird. Ja. Von daher ist das echt noch okay, ne? Ja, echt supi.
Ja, Kosten, ach nee, Quatsch, gewogen habe ich sie natürlich auch. Genau, das bin ich jetzt gespannt, ob dieses mehr an Schnürsystem auch viel mehr an Gewicht macht. Ja gut, und dickere Sohle, ne, mit einem Zentimeter. Ja. 155 Gramm. Kannst du nicht meckern. Das sind 27 Gramm mehr als bei meinem, in Anführungsstrichen, dünneren System. Ja, richtig. Von daher, also es ist wirklich ein schönes Leichtgewicht, gerade auch für den Gebrauchsbereich. Kostet jetzt knapp 115 Euro bei GoFree Concepts. Ja. Und das finde ich absolut für den Zweck und für den Nutzungsbereich absolut okay. Ja. Na? Genau. Ihr da draußen dürft ja auch nicht vergessen, mit Barfuß im Pott kriegt ihr immer noch 5% Rabatt bei GoFree Concepts. Da haben wir den, obwohl wir den Namen geändert haben, ist der Affiliate-Code immer noch gleich geblieben. Kauft bei GoFree Concepts 5% für euch, 5% für uns. Dann das reinvestieren wir dann auch hier gerne, nämlich wieder in den Podcast, in neues Material, neue Schuhe, neue Tests, neue was auch immer und neuen Namen natürlich dann auch. All dies. Ich habe zu meinen Schuhen nichts mehr zu sagen und zu deinen Schuhen keine oder deinen Sandalen keine Frage mehr. Was hättest du denn noch? Ich habe nichts mehr zu meckern, ausnahmsweise. Ei, das ist ja mal fein. Dann sind wir tatsächlich mit heute durch. Wir wollen euch da, wollen das jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen, wollen euch nur einen kleinen Ausblick geben, was als nächstes kommt. Wir haben den Professor Stefan Grau zu Gast. Wir sprechen über Sportverletzungen und Sportlerverletzungen und was unsere Schuhe dabei für eine Rolle spielen. So, ich sag jetzt mal, Sportverletzung und Biomechanik, so könnte man die große Überschriften da mal leisten. Mhm. Der Stefan Grau wurde uns ja von der Bettina Barisch-Fritz empfohlen und da haben wir, glaube ich, wirklich einen tollen und spannenden Interviewgast für euch als nächstes. Danach sprechen wir über die Marathon-Transformation. Ich muss erst noch fragen. Ja, gut. Ja, wir können ja mal vorwegnehmen, ich begleite ja ein paar Läufer und da sind tatsächlich welche dabei, die Bock hatten, sich umzustellen von konventionellen Schuhen auf minimalistische Schuhe oder tatsächlich auch noch minimalistischer in Sandale und in Skinners. Und da planen wir tatsächlich dann einfach mal den einen oder anderen zu interviewen nach dem großen Marathon, der bald ansteht. Und ich muss aber noch so ein bisschen meine Fühler ausstrecken. Aber ich denke, der wird zustimmen. Ansonsten sprechen wir beide drüber, weil du hast die ja über ein Jahr begleitet. Das heißt, du kannst dann ja auch von diesem Coaching berichten, wo die Schwierigkeiten lagen. Also das Thema werden wir auf jeden Fall dann drin haben, denke ich. Und dann hoffe ich, dass wir im Juni dann auch euch noch mal das ein oder andere vorstellen können zum Sommerschuhen. Da arbeiten wir auf jeden Fall auch noch dran. Da versuchen wir gerade noch so ein paar Schuhe zu bekommen. Also von daher bleibt uns gewogen und bleibt dran. Abonniert uns, damit ihr nichts verpasst. Bewertet uns gerne, damit uns andere Menschen auch wahrnehmen. Und dann hören wir uns wieder in knapp 14 Tagen und wünschen euch alles Gute und hoffentlich bis dahin besseres Wetter. Genau, wir freuen uns auf euch. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Alle Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, wir hören uns und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla, Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Ich spüre
den Berg, ich lauf ihn hoch, ihn auf, die Schuhe aus, ich hab die Zeile weggebrochen. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neugeboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nicht ohne mich. Lauf barfuß, barfuß. Kann's immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich ihm eher verpassen. Meine Abdruckstellen, guck, wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchenpferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühl mich gut, jetzt kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.